Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Dieses Video beginnt etwas anders. Ich bin hier mit meiner eigentlich Onboard-Kamera, denn eigentlich soll ich die Kamera nur wegbringen ins Büro, aber der Manni ist gerade auf dem Prüfstand mit dem Supra und wir fangen an, ein bisschen Leistung zu machen. Deswegen, ich bin auf den Kopf gekommen, Entschuldigung. Deswegen steht auch der Feuerwehrchef gerade vor mir. Hat die gerade gefilmt? Hat die gepiept vorher? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Normalerweise würde ich jetzt einen Kameramann da stehen, aber ich habe hier meine kleine Onboard-Kamera dabei. Die soll ich eigentlich ins Büro bringen. Doch der Mann ist gerade auf dem Prüfstand mit dem Supra, ja, hier mit Feuerlöscher am Start. Und wir haben komische Ergebnisse, die mich so ein bisschen verwundern. Denn wir sind gerade volle Antaktung gefahren vom Wastegate. Das heißt, der Lader soll machen, was er kann, haben 1,8 Bar, 2 Bar? 1,8 Bar. Gedrückt, aber der Wagen macht nur 600. Ist das wie beim Super Golf, wo das Ergebnis so komisch ist? Weißt du noch? Da hatten wir dann irgendwie 2 Bar da gemacht und fährt dann auf 1,8, 1,9 runter. Und hat wie viel PS gemacht? Also 2 Bar, 1,8 Bar und wir haben 619 PS und 740 Newtonmeter. Irgendwas ist komisch. Okay, wir haben auch 23 Grad hier drin. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes jetzt. Wir haben, also Wagner hat ein Ladeluftkühler-Kit rausgebracht, das muss man aber auch ein bisschen selbst bauen, weil der Manni vermutet eine Ladedruckundichtigkeit, also im Ladedruckkreislauf zwischen Laderausgang und Drosselklappe, dass wir dort irgendwo Luft verlieren. Aber Landerwert passt. Landerwert passt. Okay. Beim Fahrpulver und Steuergerät ist es so, dass das sich ja den Spritwert berechnet an Luft, die ankommt. Wenn aber nicht mehr Luft ankommen kann, weil ein Loch in der Ladedruckstrecke ist, dann läuft der Motor normal, aber wir verlieren halt Luft. Luftmasse, die den Ladedruck, also den Ladedruck verlieren wir. Die Luftmasse verlieren wir, nein. Ladedruck haben wir, weil 1,9 Bar müsste er mehr als 620 PS machen, auf jeden Fall. Aber wir verlieren, glaube ich, irgendwo Luft. Weil wir hatten den Wagen ja auch schon auf dem Prüfstand, hatten irgendwas um die 700 oder sowas, oder 750, glaube ich, ja, oder 800 PS. Die Messungen leider nicht mehr, die waren auf dem alten Laptop. Ja, wir hatten schon mal deutlich mehr Leistung. Und Zündung fahren wir was? Weil im Zündwinkel steckt natürlich auch noch eine Menge Leistung drin, aber das ist sehr viel Ladedruck für wenig Power. So, oben raus fahren wir 19. Ja, so 19, 20 Grad. Das ist ja schon mal was. 19, 20 Grad Zündung vor OT. Und Sprit passt? Sprit passt. Okay, das ist eigenartig. Kannst du mir einmal einen Lauf so machen, dass ich mir den einmal anhöre? Weil dann hören wir es mal zusammen. Also es ist jetzt ein ganz anderes Video hier, weil hier gar kein Kameramann ist. Also wir machen jetzt hier gerade Freestyle. Der Manni macht jetzt mal einen Lauf. Wir stellen uns jetzt mal hier hin und hören mal hin, ob wir... Und fahr mal bitte auch ein paar Mal an den Ladedruck ran. Ne? Ob man da schon irgendwas hört. Vielleicht sind auch da schon Umluftventil defekt. Irgendwo verlieren wir Luft. Genau. Lüftung an, jetzt gleich hört er mich nicht mehr. Hör mal rein. Was ich mal hatte bei meinem R33 GTR, da bin ich eine halbe Saison Viertelmeilerrennen gefahren mit einem gerippten Riss im Ladeluftkühler über die ganze Länge. Und das habe ich nicht gemerkt, das stimmt. Der Wagen fuhr auch okay, das ist wirklich krass gewesen, also es war so ein Riss. Und bei Ladeluft geht er dann halt auseinander, dass er dann aufguckt. Deshalb Ladeluftstrecke abdrücken und gucken. Ich würde sagen, erstmal Frontschutzstange ab. Wir machen erstmal visuell, Frontschutzstange ab, gucken da drauf auf den Ladeluftkühler. Und gucken mal, ob wir einen Riss finden, Innenseite und Außenseite, und bauen direkt um. Das heißt, wir bauen dann auf den großen Ladeluftkühler um. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen schweißen auch, ne? Weil da sind, glaube ich, kaum Rohre bei. Ist halt ein Schwedenauto, ne? Da weißt du nicht, was du kaufst. Da kaufst du irgendwas. Bei ihm ist es gar kein Super, bei ihm ist ja auch ein Multipler. Steckst du nicht drin. So, Front kriegen wir hier, glaube ich, relativ okay noch ab, ne? Ja, aber von der EP
prüfen müssen und Sprung schweißen und alles. Also runter. Rüber, ja. Scheiße. Okay, sehr gut. Wir stellen den mal drüben rein und nehmen mal die Front ab. Scheiße, tschüss. So, wir sind im Werkstatt. Das ist das Buddy. Ja. Hallo. Hier riecht's komisch. Ja, warum wohl? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Gut, okay. Das Video haben wir ja gerade alleine angefangen. Das war mit der Legria gefilmt. Was wir jetzt machen, vorhin war ja der Verdacht, dass der Wagen leckert im Ladedruckkreislauf. War Mannys Vermutung. Ich glaube das nicht, irgendwie. Dafür machen wir den Ansaugweg vor dem Verdichter zu. Machen jetzt hier mit einem Rückschlagventil oder ein Autoluftdruckventil drauf. Das ist geschlossener Kreislauf. Führen jetzt hier Druck rein, geht runter, geht dann in den Ladeluftkühler, durch den Ladeluftkühler durch, hinten raus, Richtung Drosselklappe. Die hat ja auch, die ist ja nicht luftdicht, das heißt, die Luft wird, denke ich mal, in der Drosselklappe auch vorbeigehen. Geht dann in die Ansaugbrücke rein und dann haben wir die Ventile. Dann werden manche geschlossen sein, manche Ventile werden offen stehen. Dann haben wir die Kolbenringe und Kolben. Und ab da ist eigentlich relativ dicht. Aber die Ventile, die Überschneidung haben, das heißt, wo dann die Abgasventile offen stehen, geht dann Richtung Abgasanlage. Dann müssen wir den Motor ein bisschen weiter drehen. Genau, dann müssen wir den Motor ein bisschen weiter drehen, dass die Abgasventile zu sind. Aber das können wir hier sehr gut weiter drehen. Dann können wir vielleicht sogar so drehen, dass man sogar, weil ich das Zischen ein bisschen durch den Auspuff hört. Okay, dann würde ich sagen, der Manni macht mal Druck drauf. Wollen wir mal 2 bar drauf machen? Wir fangen erstmal langsam an. Ja. Weil jetzt nicht das 2 bar und der Schlauch direkt um die Ohren fliegt. Haut direkt ab. Okay, das ist nicht gut. Wir können gar keinen Druck aufbauen. Aber warte mal. Ne, der baut ja direkt ab. Also jetzt müsste rein theoretisch so 0,5, 0,7 mit einem Loch schon so leicht kurz bleiben. Aber wenn wir jetzt auf die Anzeige drauf schauen. Kommt er gar nicht hoch. Nein. Gar nichts. Aber da ein bisschen bleibt er, ne? Warte mal, weg. Boah, ganz wenig. Ist am Ladeluftkühler doch? Ne, hier. Mach nochmal Druck. Manni macht das erstmal sauber. Das ist schlau. Ne? Der macht sauber. Ja. Nein, der guckt ja dann, wenn groß blubbert. Ah, wer leckt, ja, ne? Ja, ja, der leckt. Sieht man da was? Hier. Oh ja. Okay, komm. Dann schrauben wir es direkt mal ab und bauen es mal auseinander. Also solche Ventile neigen schon zu so einem Mist. Die dichten ab über ihren Druck, den sie bekommen vom Ladedruck. Ne? Also der Druck geht hier gegen den Kolben. Ne? Druck schiebt hier gegen. So, jetzt musste er ja gerade trotzdem in der Lage sein, hier zwischen abzudichten. So, ein Mordskolben, Alter. Wir können es mal eben so testen. Ja, das kam ja hier raus. Das war nicht genau. Die genau, die hier sind das nämlich. Weil das ist ja halt hier die Überschneidung, wenn es zusammen ist. Das ist ja hier die Überschneidung. Also hier ist egal, da muss kein Lichtring zwischen sein, sondern nur die beiden sind wichtig. Beziehungsweise er müsste ja hier was zum Abdichten sein, hier auf der Fläche. Die Frage ist jetzt, sollen wir direkt ein anderes fahren? Was ich vorschlagen will, weil die Technik wirkt auf mich jetzt nicht so sicher. Haben wir noch ein anderes da? Mit Flanschplatte weiß ich nicht. Wir haben da so eine Wühlkiste. Das gute Alos-Ventil, ne? Das ist besonders dicht. Nee, der Schlauch ist undicht. Der Schlauch? Der Schlauch selber ist auch undicht. Der? Der. Okay, ja, dann auch ab. 2000 Jahre später. Das ist der neue mit Hump-Hose, der sich ein bisschen bewegen kann. Aber Mann, ich vermute, das ist noch was anderes, ne? Ja, das wird noch mehr sein. Aber wir müssen halt jede Kleinigkeit ausmerzen. Bis wir hier einen geschlossenen Ladedruckkreislauf haben, dass wir auch volle Möhre Druck in den Brennraum kriegen, ne? 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 Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht ganz so verstanden, was dieses Teil, wo jetzt gerade rumfummelt, macht überhaupt. Ich meine, das ist ja der Ladeluftkühler so und es geht ja weiter jetzt durch, aber das ist ja so Mitte des Weges. Wenn du aus dem Gas rausgehst, ja? Ja. Die ist ja ein Propeller drauf. Ein Propeller. Also der Verdichter. Ja, ja, den kennt man. So, dieser Propeller, wenn du zu Hause einen Ventilator ausmachst, dann was macht der dann? Wenn ich ihn ausmache, der kühlt nicht mehr. Und was macht der von der Bewegung her? Bleib stehen. Nee. Also nee, es spult weiter. Richtig. Klar. Jetzt gehen wir aus dem Gas dort vorne. Voll im Saft, so dritte Gang, vierte Gang. Ja. 1,9 bar. Mhm. Und wie ist aus dem Gas? Der dreht. Der dreht weiter. Und der wird auch weiter drehen. Ziemlich lange. Das heißt, wenn der weiter dreht, produziert der Luft. Der weiß ja nicht, ob du Gas gibst oder nicht. Luft drehen ist für den drehen. Und in dem Moment, wo wir aus dem Gas gehen, was macht die? Die hier? Die, ja.
die Drosselklappe? Ja, die schließt. Die schließt, klar. So. Jetzt haben wir dort Druck. Geht die durch? Die schließt. Das ist, die Luft kann hier nicht weiter. Mhm. Also baut der Druck sich so auf in dem ganzen Ladedruckkreis und geht zurück. Und dann hat er nur die Chance, über den Verdichter, der in diese Richtung sich dreht, weil die Turbinenblätter so gedreht sind, um Verdichtung zu leisten, ja, dreht in die Richtung. Und jetzt muss die Luft in gegenläufiger Richtung ja da durch. Mhm. Das findet er nicht gut. Und dann kommen aber geile Geräusche zustande. Wir können mal Geräusche reinmachen von Autos ohne Blower-Ventil. Dieses, was Leute viel sagen, oh, hör mal das Blower-Ventil, das ist nicht das Blower-Ventil, das ist ganz, ganz oft der Verdichter, der Druck abbaut. So ein Schnattergeräusch. So, jetzt ist hier zu, hier oben ist ein Dicht, nee, Gehäuse zu Gehäuse ist ohne Dichtring. Ja, nur der Kolben hat Dichtringe. Jetzt ist das aber trotzdem dicht und jetzt geben wir wieder Druck drauf. Gehäuse zu Gehäuse dichtet durch die Membrane ab, die da drin ist. Der muss Druck aufbauen eigentlich, ne? Ah, hier. Aber die Abgasanlage verliert auf jeden Fall aus. Hier. Ja. Ah, jetzt haben wir so ein bisschen. Okay. Jetzt haben wir zumindest mal. So, wenn ich jetzt loslasse. Ne? Ein bisschen Druck behalten, wenn ich jetzt hier den Finger runtergehe. Ich gehe jetzt hier runter. Dann sinkt der. Ich wundere mich nur, wir machen mal einen höheren Eingangsdruck. Ich mache jetzt mal 4 Bar. Jetzt. Hier. Da unten. Ladeluftschlauch am Turbolader direkt. Da oben. Hier sieht man es. Ne? Also Blasen kommen da unten, raus. Genau. Unten. Ist das? Unten? Ich würde sagen, wir machen das Schritt für Schritt. Wir lösen das nochmal ab. Ich würde sagen, wir machen da nochmal neue Schweißpunkte drauf, wechseln auch den Schlauch, messen den einmal und dann machen wir es nochmal. Genau, in der Zwischenzeit werden wir was anderes machen, weil der Ladeluftkühler kommt raus und wir gucken uns den neuen Ladeluftkühler an von Wagner und ich habe Ahnung, dass das schockermäßig sein wird. So, aber was jetzt hier gleich passiert, ist auch Premiere für uns hier, denn das ist hier drin. Das ist so Marke Kühlschrank. Okay, bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, machen wir auf. Guck mal, wie tief der ist. Alter Junge, das ist eine andere Dimension. Das ist echt eine andere Dimension. Ja, was hast denn du vor mit dem Teil? Ladedruck reinjagen. Ah, das ist echt fett. Der drin ist schon nicht klein, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Geht's nicht irgendwann zu groß? Das haben wir mal ausrechnen lassen, auch bei den Jungs von Wagner. Bis das passiert, muss echt eine Menge passieren. Mhm. Weil wenn du die Milligramm Luftdruck ausrechnest, die so ein Lader pro Sekunde pumpt, und das Volumen gegensetzt, ja? Und du machst ja nicht ohne Druck Motor an Vollgas, machst du das, sondern wenn du fährst, hast du ja schon einen gewissen Druck, herrscht ja immer in diesem Ladedruckkreislauf. Und du gibst Gas. Also ist kein Problem. Na dann rein damit. Weil manche sagen, ja, großer Ladeluftkühler macht Turboloch. Nein. Ich bin auch sehr impressed. Wir holen mal den da raus und setzen die mal einen Vergleich. Das ist echt fett. Und soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, noch eine Nummer größer. Noch größer? Noch größer. Wie viel größer? Ich glaube, der ist ein Tick höher, glaube ich. Ne? Der geht dann so. Ist hier so. Ja. Aber da ist das. Oh. Das ist schon krass. Wir sind hier nämlich noch ein paar Halter nämlich bei. Das hatten wir uns nämlich schon gesagt. Da ist keine Schläuche mit bei. Das heißt, den Rest müssen wir gleich bauen. Aber da wir eh Leckagen haben. Mhm. Ich glaube, wir sind zu dicht am Krümmer. Oh jo. Aber das ist kein großes Problem. Denn wir können das Verdichtergehäuse ein bisschen lösen und können es ein bisschen, bisschen weiter drehen. Ja? Wir haben hier Schrauben dran. Oder, nee, der hat sogar keine Schrauben, der hat sogar noch die Spanne. Ne? Ja, die können wir gleich lösen. Und dann drehen wir das Verdichtergehäuse ein bisschen weiter, dass wir ein bisschen Distanz zum Krümmer aufbauen. Weil unser Schlauch sieht hier echt scheiße aus mittlerweile. Muss man sehr vorsichtig sein bei sowas. Wenn man jetzt den Verdichter weiterdreht, ist es die Chance des Verkantens von dem Verdichter auf dem Rest des Gehäuses nicht klein. Also das ist schon ein Risiko. Ich würde sagen, das reicht schon, oder? Ein bisschen weiter gedreht. Der Ausgang vom Verdichtergehäuse guckt jetzt ein bisschen weiter rein, ein bisschen weg vom Krümmer. Wir tauschen jetzt den aus gegen den.
Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Noch? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die... Das wird schwer so. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt. Und Pobi habe ich damals Klasse dazu gebracht, dass wir das singen, weil ich dann eine Präsentation über Bruttosozialprodukt gehalten habe. Und dann habe ich das gesagt, jetzt singen wir ein Lied. Und dann wurdest du verprügelt von der Klasse. Nein. Okay. Ja, jetzt. Das ist ein krasser Ohrwurm auch für einen, ne? Ja, voll. Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist Jean-Pierre, ich bin Ihr Arbeitgeber. So sieht das gut aus, ne? Hast du mal eben für mich einen Schlitz, bitte? So, jetzt, ich möchte, dass du jetzt genauso singst, wie du damals in der Klasse gesungen hast, bitte. Jetzt. Jetzt, sagt er. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich steige an das Bruttosozialprodukt. Da muss mehr 80er. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Das ist so gut gewesen, dass die GEMA sogar Ärger machen wird. Jetzt ziehen wir die Schelle von hier unten nach hoch. Und wenn die Schelle dann hochgezogen ist, dann werde ich meinen Pulli, der eigentlich gedacht war, heute, dass er sauber bleibt, wieder schön hingerichtet haben. Schelle immer schön gerade. Nicht verkanten, das ist immer doof. Aber Schelle auch niemals zu festziehen. Und dann geht das Gewinde nämlich kaputt. Oh, die Verzahnung auf dem Draht. Wir hatten ja vorhin irgendwas um die 0,2 geschafft. Jo. Das hat nichts mehr. Ne? Ja, das gefällt mir aber irgendwie gar nicht. Also wir halten jetzt auf jeden Fall deutlich stabiler hier die 0,25 Bar. Was ist das Höchste, was du je gesehen hast, Manni, beim Abdrücken? Hier kommt auch deutlich aus dem Auspuff raus. Ich weiß, aber was ist das Höchste, was du je gesehen hast allgemein? Es kommt immer drauf an, wie viel hinten rauskommt noch. Wir gehen mal zum Endrohr. Der Manni gibt mal ein bisschen Druck hier drauf. Und wir gehen mal zum Auspuff und hören uns mal an, was da so durch die Ventile durchkommt. Hier ist es. Da ist schon was. Ja, ne? Ja. Wenn wir jetzt mal hier, nehmen wir mal Druck drauf und hören wir mal, was da ankommen würde. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern Mannis Sozialprodukt. Das ist nicht hoch. Müsste das Adrian nicht jetzt eigentlich machen? Eigentlich müsste Adrian, wir können mal eben Adrians Gesangstalent einfach nur mal so eben reinspielen. Oh nein. Wir machen einfach so, vielleicht noch ein Bild von Adrian mit so einer kleinen Animation. Mit so einem Transit drumherum gebaut, dass wir uns alle bildlich vorstellen können, wie er in diesem Transit saß. Genau. Und bitte. I'm stopping. I'm seeing stopping on my phone. Wunderschön. Ja, da kommen wir nicht mit. Einfach Talent. Also nee, das ist echt pures Talent. Also im JP Performance Recall ist er auf jeden Fall. Im Recall ist er auf jeden Fall. Der ist voll im Recall. Ist er ja gekommen, haben wir ja gesehen. Ja. Hat der Dieter extra hier vorbeigebracht in Dortmund. Genau. Dieter weiß so, hey, wo ist Kölner Straße? Was, in Dortmund? Ja, ich fahr los. Die sind in seinem Testarossa da hingefahren. Ne? Haben wir denn was gefunden? Zischt auf jeden Fall noch. Geht. Warte mal. Mach mal bitte, Manni. Und stopp. Kannst du schon immer nachziehen? Ach, hier haben wir noch was. Am Übergang vom Ladeluftgerät. Ziehst du schon immer nach? Das ist schon mal höher. Wie viel haben wir jetzt? Macht aber auch Sinn, weil wir jetzt die Ventile weg haben. Also wir haben ja jetzt den. Wir haben jetzt rein theoretisch 1, 2, 3 Löcher gefunden. Die waren sehr klein. Manni meinte, jetzt müssten wir eigentlich schon deutlich mehr Leistung haben. Also tippen würden wir auf um die 800 PS bei denselben Ladedruck statt 617. Echt? So viel mehr? 611 oder 19, irgendwie so. 600, ja. Na gut, wenn jetzt alles dicht ist. Ja. Das waren jetzt auch keine Mordlöcher. Ne? Aber dazu kommt, echter Ladedruck, der kontinuierlich herrscht, macht natürlich aus kleinen Löchern auch ganz schnell obenrum große Löcher. Weil das war ja auch so ein Dach, was da entstand. Dach und ist abgefallen auch hinten raus. Wenn er versucht hat, über mehr Drehzahl mehr zu pumpen, schwächt das ab. Sollen wir trotzdem, wir machen jetzt einmal noch so den Test. Also musst du gar nicht so super festziehen jetzt. Ja. Und dann würde ich sagen, bauen wir den Ladeluftkühler um. Ne? Da gucken wir mal rein, ob der große Ladeluftkühler reinpasst. Und aussehen wird es dezent. Ja, klar. Würde der MAE-Fahrer sagen.
Dezent. Oder? Ich finde, MAE-Fahrer sind eigentlich die, die den, die Dezentheit mit Löffel gefressen haben. Die leben das. Ruhig, dezent, nicht zu breit. Nein. Gut, schauen wir mal hier drauf. Warte mal, lass das mal stehen. Eine Ladeluftkühler rein und dann testen wir es richtig und dann machen wir es dicht. So, hat man den Dezent ungefähr auf der Höhe, wo der originale Anschluss so wäre. Ja, wäre das so? Ja. Okay, das kriegen wir hin. Okay. Weißt du, was wir machen? Sven, bitte. Wir nehmen einmal oben ab und drücken nur das Stückchen hier ab. Machen das Stück für Stück. Das war ultra langweilig für euch, aber das Ding soll ja auch schieben wie ein Mann. So, jetzt haben wir hier 0,5. Verlieren langsam, gehen wir drüber hinweg. Aber wirklich eine Stelle sehen. Hast du da deinen Finger? Ja. Wenn er hält, geht so. Also es reicht. Einmal abmachen, sauber machen, vernünftig. Ja. Wir suchen weiter, bis gleich. Wir testen das nochmal. Warum nehmen wir jetzt das alte Teil wieder? Gucken, ob das dichter hält, weil das Neue, was wir haben, ist eigentlich ein Einschweißflansch. Den sehen wir hier. Und der hat keine, wenn du jetzt die Schelle festmachst, die Schelle hält sich einfach nur Gummi auf Metall fest. Und wenn du so einen Hump, so eine Erhöhung hast, ist die Schelle in der Lage, wirklich sich dagegen festzuhalten. Ja, ich verstehe. Aha. Deswegen hat die Natur uns auch am Ende von genau. Das lässt schon ab. Ah, Manni! Ja? Das kann sein. Ja. Das kann sein. Deswegen war das auch so linear. Wenn der Druck bekommt, der kommt da gar nicht drüber hinaus. Der reguliert das quasi. Wie so ein, kennst du die Kompressoren früher von Vortech? Die haben ja den Ladedruck geregelt über das Blow-Off-Ventil. Da war eine Vorspannfeder in diesem Ding und somit hat er den Ladedruck geregelt, weil er kontinuierlich dann abgelassen hat. Ich kann hier voll drauf bleiben. Mhm. Dann habt ihr nur so einen kleinen Kreislauf und hau ja vollen Druck rein. Guck mal da. Boah. Guck mal da. Nee, das ganze festschrauben, wie du willst. Der bläst rundum um den Kolben ab. Anderes Ventil. Aber wenn du jetzt die Vorspannkraft zu hoch machst, muss der ja gegen den Unterdruck von der Anzugbrücke ankommen und den Kolben hochziehen. Aber wenn wir da jetzt eine Feder reinklemmen wie ein Berserker, dann macht der Unterdruck und die Feder macht und der Kolben bleibt zu. Aber ich glaube, das war das ganze Thema. Das heißt, die Unigkeiten, die wir jetzt haben, die sind auch scheiße. Aber das ist, wenn der Ladedruck steigt, haut er einfach kontinuierlich Druck raus, weil er einfach das gar nicht mehr zuhalten kann. Wo ist denn die Wühlkiste nochmal? Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, was wir für Durchmesser fahren von Blow-Off-Ventilen, ne, das wird nichts. Aber da war doch ein Schlauch vorhin. Okay, das heißt, wir bauen jetzt weiter mit dem Ladeluftkühler, vernachlässigen das Schubumluftthema, denn da müssen wir neu bestellen. Gucken, was wir so Schönes finden, irgendwas Geiles, Fettes, Großes, mit richtig Rums in der Bude. Genau, ist immer gut. Ja, dann können wir es auch mal nebeneinander stellen, das sieht, glaube ich, ziemlich geil aus. Mhm. So. Nee, die können nicht in der Position ankommen. Guck dir das mal an, wo die andere. Boah. Das ist schon ein Upgrade. Hm. Vor allen Dingen Serie auch dann zu denen, das ist schon riesig. Und dann dazu. Halt mal näher ran. Na gut, ich bin schon mit der Ladeluftstrecke voll im Weg. Ja? Ja, ja. Dann würde ich sagen, setzen wir einmal den Ölkühler schon mal nach hinten. Ne, dass er ein bisschen weiter nach reinkommt. Ja. Und dann müssen wir die Rohre dort alle modifizieren auf beiden Seiten. Also den Weg vom Lader in den Ladeluftkühler und aus dem Ladeluftkühler zur Drosselklappe. Da erstmal raus, reinhängen und dann schauen. Genau. Und dann gucken wir mal, das müsste ja wirklich dann die Position sein für ihn hier. Ja. Dass er den da zumindest schon mal festhält. Und dann müssen wir bauen. Boah, ist aber echt. Das ist ein Ballermann. Das ist echt ein Ballermann. Okay. Bis gleich. Wir sind noch im Supra-Video und zwar haben die Jungs, wir waren ja in Bayern unten, ja, letzten beiden Tage, also Ladeluftkühler ist drin. Wir haben auch das letzte Stück mit dem neuen Schubumluftventil drin, wo wir vom Philipp Kess ein Blow-Off-Ventil bekommen haben, im wunderschönen Lila, ja, also das JDM-Farbe. Boah. Das sind nochmal 7 PS. Das auf jeden Fall. Die Farbe.
Ja, nur die Farbe, klar. Sind 7 PS. Das jetzt nachher hier so drauf. So, jetzt sind wir schon mal in der Lage, 1,5 Bar auf den Kreislauf zu machen bis Drosselklappe. Und er hält 1,5 Bar. Mhm. Ja, das heißt, es ist schon mal dicht. Alles dicht, ja. Genau, jetzt kam aber, meinte der Manni, dass wenn man Druck auf die Ansaugbrücke gibt, dass wir dort ein Zischen haben noch aus dem Sensor hier oben. Das ist der Temperaturfühler oder Drucksensor. Das ist Temperatur. Temperatur, ne? Genau. Das heißt, wir spannen das gleich hier auf den Tisch. Tisch ist plan, wir haben hier die Gummidichtung und geben dann auch nochmal Druck drauf und gucken mal, ob das wirklich da auch noch raustischt. Und wenn das dann nicht mehr der Fall sein sollte, haben wir einen dichten Nadelkreislauf und dann geht es zurück auf den Prüfstand. Endlich. Wirklich endlich. So, wir spannen die jetzt drauf, nehmen erstmal normale Zwingen, wo er hier, hier und hier runter gedrückt wird. Wenn er hier unten Luft rausdrückt, dann wird das wahrscheinlich an unserem Tisch liegen, ja? Okay. Worauf wir da nicht so eingehen. Also mir geht es mehr hier drum, dann auch die Düsen. Ja, die sind ja auch im Ladedruckkreislauf, ist ja kein Direkteinspritzer. Die sind ja hier Saugrohreinspritzung. Das heißt, hier unten sind auch nochmal Gummidichtungen, die werden wir auch nochmal abdrücken. Hier oben ist er ja zu, da bekommt er die Luft. Deswegen bin ich gespannt. Dann holen wir Luft. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da Stück für Stück Druck drauf geben. Die Drosselklappe ist ja eine E-Drosselklappe. Ja, ist jetzt in Leerlaufstellung. Ja, mhm. Das heißt, die lässt jetzt unten durch den Spalt ein bisschen Luft durch, was aber vollkommen ausreicht, um den Raum zu füllen. Ne? Also die steht jetzt nicht auf voll Durchzug, sondern nicht so leicht nur offen. Leicht offen, okay. Das reicht aber aus. Hält, ne? Reicht ja was. Da kommt ein bisschen was raus, siehst du? Ja, und hier, da hört man es auch. Ah, yo. Yo, den drückt da raus. Guck mal. Hier. Zieh mal hier was drauf. Ich spüre den Windzug ja. Sogar. Aber das kommt, wenn das so gegen meinen Finger kommt, nee, Mann, das ist hier in der Schweißnaht. In der Schweißnaht? Versuch du mal zu finden, wo es ist. Nee, ohne. Hier, da ist es. In der Ansaugbrücke? Ein ganz kleines Loch. Jo. Da, man sieht es sogar. Ja. Ist in der Ansaugbrücke. Genau hier. Boah, das ist echt krass. Okay, also den haben wir auch. Dann haben wir ein bisschen den Sensor. Der komplett über alle Kanäle, der lässt sogar durch die Verkabelung ab. Also Sensor, dann Loch hier, weil es ist nämlich nicht der Flansch. Und unten spritzen wir auch nochmal drauf. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich spritze unten auch nochmal drauf. Ja, mach mal. Weil sind wir wirklich auf der Reise zur perfekten Ansaugbrücke, Alter. Dann bestellen wir einen neuen Sensor und machen da oben einen Punkt drauf, schweißen das dicht, verschweißen es sogar so, lassen es so angespannt, machen nur den Punkt drauf. Drosselklappe und Flansch muss weg, weil da Dichtungen dahinter sind. Achso. Ja, nein, das ist ein Punkt, komm mal her. Das ist nur ein Stück. Ja, aber trotzdem wird das alles heiß. Ja, das ist nicht so heiß, wie wenn du fährst. Du. Durch einen Punkt? Ja. Wir machen es ab, bevor wir es kaputt machen. Mit den vier Schrauben. Drosselklappe nehmen wir eben runter. Die Dichtung hier sollten wir. Die könnten wir drin lassen. Aber direkt da oben an der Drosselklappe, das sollten wir. Jetzt holen wir uns da den nächsten Fehler rein. Okay. Ja, gut, dann machen wir das. Sensor, wo kriegen wir den irgendwo jetzt? Das ist nur direkt hier aus der Verkabelung, oder? Ja, und hier aus der Verpressung. Ich würde sagen, Audi 2,2 hatte so einen drin, original. Mhm. Die hatten sehr ähnlich vom Stecker her. Guck mal bitte. Und dann sind wir da schon mal weiter. Wird doch nicht mit dem Prüfstand jetzt auf schnell. Bis gleich. Es geht weiter im Text. Also endlich haben wir es geschafft. Der ganze Ladungskreislauf ist jetzt nach penibelster Arbeit 100% dicht. Nein. Sprich, Ansaugbrücke, alle Sensoren, weil wir hatten ja sogar Druckverlust durch diese. Haben wir ja sogar gezeigt, ne? Schon wäre so, lange her. Ich werde alt. Nein, nicht nur die Brille. Langsam brauche ich auch so Anbau. Ich brauche so Festplatten im Kopf, weil ich bin Oppi. Auf jeden Fall 100% dicht. Jetzt müssen wir sehr vorsichtig rangehen, weil wenn wir jetzt einfach mit derselben Map wie vorher rangehen, wo wir gesucht haben nach Ladedruck, aber die Leistung nicht kam, weil der Ladedruck hochging, und wir jetzt einfach so die Messung machen würden, kann ganz schnell Scheiße passieren, denn das Takulti denkt sich, ja, ich halte mal dicht. Aber jetzt verlieren wir ja den Druck nicht mehr und dann würde der Ladedruck sofort hochknallen und uns fliegt dieser wunderschöne 2JZ in tausend Teilen um die Ohren. Obwohl, ganz ehrlich, bis wir den wirklich kaputt kriegen, da muss schon echte Menge passieren. Ich glaube, das kriegt der Lader nicht hin, bis du ihn wirklich kaputt kriegst. So, außer was passieren kann, ist, dass er extrem abmagert und dann will der Kolben sich verpissen. Das kann passieren, wollen wir natürlich alles nicht. Deswegen werden wir jetzt vorsichtig rangehen und wollen mal gucken, was ist. Was dazu kommt, ist, der Ladeluftkühler macht echt einen schmalen Schuh. Steht ihm gut, ja. Das ist schon
Liga-Kühlschrank. Das ist echt ein bossiger Ladeluftkühler. Das heißt, den T88 wollen wir jetzt mal ein bisschen rangehen, gucken, ob wir dicht sind. Und von der Map her waren wir relativ weit, ne? Ja. Ist auch nicht mehr so viel Arbeit. Nee. Und dann wollen wir mal so gucken, dass wir irgendwo so bei... Wir gehen mal irgendwas suchen. Ja. Im Keller haben wir nämlich noch was. Da müssen wir nur aufpassen. Im Keller steht viel... Im Keller steht sehr viel, was ihr nicht sehen dürft. Okay. Aber wir suchen das, ohne dass ihr was seht. Okay. Wie wär's so? Ja. Los geht's. Sollen wir ab hier schon filmen? Ja. Diese Tür haben wir sehr selten offen. Aber es ist... Ich bin da selten durchgegangen. Noch nie, ne? Das sieht ja geil aus. Da kommen alle frechen Mitarbeiter rein. Mit Licht. Okay, dann gucken wir mal. Stell dir mal vor, uns keiner finden, ne? Ne. Wenn wir in diesem Treppenhaus jetzt eingesperrt wären, würde uns niemand finden. Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Film. Uiuiui. Weil das Auto, was ich hier berühre... Das darf man schon mal nicht sehen. Plus das, was da steht, auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, das ist mein... Boah, selbst durch deine Brille sehe ich alles. Aber für mein neues Zuhause... Ja, ist was gekommen. Mein Bett. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Ja, komm, wir klettern mal hier rüber. Denn wir wollen mit dem 2OZ, der ist ja ein perfektes Turbolader-Zerstörungstestlabor, wollen wir den T88, der drauf ist, ein bisschen ausquetschen. Mhm. Und wenn wir ihn ausgequetscht haben, habe ich das hier vor ein paar Tagen gefunden. Wir haben noch einen GT42 hier. Ach, guck mal. Das guck ist an. Total. Genau. Und der ist sogar kugelgelagert. Ist das geil? Schönes Ding. Schönes Ding, ne? Ja. Schön mit den Verdichterrädern drauf. Das ist echt... Schönes Teil. Ja. Vom Flo, von PNP Turbo, von der Lada-Manufaktur. Much love. Wenn ihr Turbolader braucht, da mache ich liebevoll Werbung, der beste Mann, wenn es um Turbolader geht. Ja. Oder? Ja, der Flo ist... Flo ist ein unschlagbarer Mensch und er hat viel Ahnung. So, das heißt, den Lader werden wir auf den Supra draufschnallen, wenn wir das so alles dicht haben zum Laufen kriegen. Und dann werden wir damit, denke ich mal, leistungsmäßig... Den T88 braucht man nicht, darf man nicht unterschätzen. Also man kriegt aus so einem T88 hier drauf schon 850 Pesen so. Wird der den Motor zerstören können? Wenn er der, ja, hochtritt? Ja, der schon. Okay, das ist also der Böse. Also einen Pleuel rausschmeißen, weiß ich nicht. Aber klar, man kann den voll überturen, ne? Also ich denke mal, mit dem, den wir da jetzt haben, kriegt man hin auf einen Supra 1050, glaube ich. Wir müssen das mal mit so einem Schrottmotor machen. Warte ab. Das Problem ist nur, der Pushen sieht dann aus wie Sau. Und die Decke vielleicht auch. Alles. Ja. Ne? Dann machen wir halt richtig Chaos, das ist auch doof. Alles in Folie einpacken. Genau. Ja. Wege spüren wir im Prüfstand, ne? Ja. Hatte ich bei der Käppi gerade auch einen Fallschirm auf? Nein, die hat sich jetzt gedreht, glaube ich. Im Flug, ne? Ich glaube schon. Geil. So, wir werden jetzt vorsichtig rangehen, ne, Marlin? Sonst machen wir nämlich Scheiße. Erstmal warm laufen müssen. Genau, haben wir denn eine Ladedruckanzeige separat? Das Laptop da dran, sie da drüber aus. Okay. Müssen wir schnell reagieren. Gibt es denn eine Begrenzung, die man vielleicht setzen kann, dass man sagt, dass da, wenn er über 1, ja, mein Fuß. Aber irgendwie so eine automatische Begrenzung? Könnte man jetzt machen, ja. Ob wir eine Ladedruckbegrenzung nicht reinmachen können. Dann bist du auf jeden Fall auf den... Ja, okay, du liebst das Risiko, ich weiß. I'm loving the life, I'm living the lifestyle. Wir haben jetzt 1,5 Bar, haben wir 1,5 Bar, 614, das war 20 PS, glaube ich, oder sowas. Das passt jetzt soweit, also wir haben jetzt keine Undichtigkeit mehr und können auch jetzt den Ladedruck regeln und takten. Jetzt müssen die Jungs von KKS die Software für uns da schreiben, in Berlin, die machen das über, mit Manni zusammen über Teamviewer. Genau, also der Motor läuft schön, der Leerlauf ist schön, ein bisschen Nockenwellengeräusche höre ich oben, minimal, aber ein 2OZ ist echt krass, wenn er reingeht, geht er rein. Ja. Und dann hat er auch echt Wille. Ich bin nur sehr verwundert, also nicht sehr verwundert, also 1,5 Bar. Wir haben jetzt 8000 gedreht. Zündung haben wir noch nicht gemacht, aber Zündung ist noch Leistung zu holen. Am 620, ne? 620. So, das heißt, wir wollen ungefähr 100 PS, 130 PS drauf machen, haben aber auch noch easy 0,5 Bar, wenn wir quetschen wollen, übrig. Mhm. Ne? Das ist also kein Step, die Leistung zu erreichen. Das heißt, an sich war das Problem, denke ich mal, das Schuppenventil, was undicht war, was aufgedrückt hat. Die Sache ist nur die, der Motor hatte schon mal mehr Leistung.
auf dem Prüfstand hier mit demselben Lader. Wir haben aber da nicht den Lado kontrolliert, glaube ich, bei der Messung. Die haben wir auch nicht. Nee, der Motor, aber der Lader. Der Lader, ja. Deswegen. Wir wissen natürlich auch nicht, wie aggressiv die Schweden den programmiert haben, ne? Mit wie viel ja. Superhass die rangegangen sind. Wir werden jetzt auf jeden Fall in unserem Stil da rangehen, das heißt nicht ganz so aggressiv, sondern die Motoren halten. Und das heißt, jetzt geht es ans Programmieren nochmal und werden dann halt bis hin zu 0,5 Bar drauflegen, was wir aber glaube ich nicht müssen. Ich denke 0,3 Bar und Zündung und dann sind wir schon da. Mhm. Das machen wir jetzt als nächstes. Bis gleich. Guten Tag. Guten Tag. Gestern Abend gab es noch kleine Komplikationen. Also wir haben ihn nicht geschrottet. Aber der Supramotor hat Aua, denn es gibt verschiedene Vermutungen jetzt. Die Kurbelwellenlüftung ist entweder zu klein oder die Kurbelwellenlüftung will nicht wirklich rauspusten. Und somit haben wir, wie damals bei dem Schädenmotor auch, geht das überhaupt? Das sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall gibt es einen Simmering, der ist vorne an der Ölpumpe dran. Und dann gibt es modifizierte Ölpumpen, die wir auch schon drin haben, die eigentlich verhindern sollen, dass dieser Simmering vorne rausschießt. Weil irgendwo, wenn du so viel, wir sind gestern noch 2 Bar Lado gefahren, Leistung ging aber nicht hoch. Also es geht los, dass es so ein bisschen problematischer wird. Und dann, die Leistung ging nicht hoch. Und der Druck ist im Kurbelgehäuse oder im Block drin. Und irgendwo muss er am schwächsten Stück den Druck ablassen. Und das ist in diesem Fall vorne der Simmering an der Ölpumpe und dann schießt er nach vorne weg. Das werden wir vielleicht gleich sehen können, wenn wir den vorne abgenommen haben. Dann nehmen wir nämlich den Deckel hier ab vom Zahnriemen. Und dann sehen wir deutlich mehr vom Unheil. Mhm. Und wo das Öl hoffentlich herkommt. Also wir haben kein Loch im Block. Es ist auch an sich technisch so nichts Schlimmes kaputt, genau. Das gucken wir uns jetzt eben noch an. Und dann geht die Scheiße los, ne? Weil wir haben zwar, also wir haben einen anderen Auspuff dran, der deutlich leiser ist, der auch vom Flow her bestimmt ein bisschen schlechter ist. Aber wir sind gestern, glaube ich, nicht über die 670 PS hinweggekommen. Der Motor hat aber schon mal 800 gemacht. Mhm. Mit derselben Kurbelwellenlüftung. Nicht gut. Also was wir machen werden ist, wir werden hier oben diese Dash 12, wie im Supergolf-Motorraum, werden wir hier drauf schweißen lassen, dass der richtig oben den Druck rauslassen kann aus dem also sobald der zu hoch wird? Genau. Aha, nee, automatisch, die ganze Zeit, ohne Kugel, ohne irgendwas. Wir werden dann nochmal unten uns die Ölpumpe angucken, original Dichtring reinmachen. Genau, das werden wir machen. Wir werden uns den Auspuff nochmal angucken. Und dann werden wir es nochmal mit dem Turbo probieren. Weil das kann nicht sein, weil der macht mehr Leistung. Und dann werden wir erst den großen rüberbauen. Weil wenn wir jetzt nämlich anfangen und bauen einfach den größeren Lader drauf, machen sie uns einfach, das ist nicht mein Style. Und irgendein Problem ist ja da. Ne? Wir haben das E-Gas, das geht auch 100% auf. Wir haben eine größere Drosselklappe, wir haben eine sehr gut funktionierende Ansaugbrücke. So, wir warten jetzt mal eben, bis die Mutter raus ist, wenn die nicht abreißt. Minute Arbeit. Ja. Das ist auf jeden Fall da, wo er hingeht, ne? Scheiße. Okay. Könnte das vielleicht hier sein? Sieht so aus, ne? Das sieht sehr, sehr... Ja, das Problem ist, der sammelt sich alles, fließt dann nach unten und könnte sich da auch ansammeln. Das ist schwer zu sagen. Aber Dichtfläche ist irgendwie im Arsch. Ja, ich würde sagen, trotzdem nehmen wir die Öl. Pumpe raus. Wir machen Zahnriemen drauf und lassen den kurz laufen. Gucken, wo das herkommt. Im Leerlauf macht er das nicht. Das macht er nur, wenn der Druck kommt. Sonst einmal hier rausnehmen. Vielleicht neue Dichtring. Wir nehmen einmal die ganze Ölpumpeneinheit ab. Mhm. Also Klimakompressor weg. Ja, einmal alles hier raus. Genau. Durchmaschine alles. Genau. Einmal nach vorne weg und dann gucken wir uns die Ölpumpe mal von hinten an. Wir sagen aber jetzt hier schon mal Tschüss und werden euch beim nächsten Mal berichten, was da jetzt wirklich ist, weil wir gerade nicht den typischen Öl Semmering-Schaden haben, der normalerweise wegfliegt und das Öl wirklich in Massen rauskommt, sondern der ist noch in Position. Der liegt auch relativ plan hier oben an. Ja, was normalerweise passieren kann, also damit da die Ölmenge, die rauskommt, ist jetzt so rauskommen kann. Und ehrlich, kann die eigentlich gar nicht so viel Öl, wie auf dem Prüfstand war. Das kommt da nicht raus so. Das müsste richtig spritzen. Wir hatten ja vorher den Schaden mit der Kurbelwelle und der hat da richtig rausgedrückt. Und das war nicht so extrem wie hier. Wie jetzt. Also es ist... Woanders, ich glaube nicht, dass es da ist. Also es ist auf jeden Fall im Frontbereich des Blocks, das ist schon mal klar. Der Kopf ist auch nicht hochgekommen, würde ich auch nicht sagen. Weil dafür... Sonst hätte es jetzt schon Wasserschaden. Genau, also. Sonst wäre nämlich jetzt Öl mit Wasser vermischt, aber das Wasser sieht perfekt aus. Diese Schraube, wie Amando schon sagt, die sieht sehr, sehr, sehr stark mit Öl drauf aus. Ich glaube, es ist so ein Überdruckteil. Ich weiß nicht genau, was das ausmacht. Tune dein Supra, sagen alle. Tolle Idee. Tschüss.